Hey Leute, heute begrüße ich euch zu einer neuen Folge von mir, dem Gamer 650. Heute werden wir die gesamte Menschheit ausrotten in Carbon Warfare. Das ist ein Spiel, da müsst ihr die ganze Menschheit mit der globalen Erwärmung ausrotten. Wir starten ein neues Spiel. So Leute, jetzt sind wir auch schon im Spiel. Es ist soweit. Ich habe dir Reichtum und Macht gewährt. Jetzt wirst du dich revanchieren. Eure Welt ist dem Untergang geweiht. Die Menschheit ist entschlossen, sich auszulöschen. Du wirst helfen, ihr Schicksal zu besiegen. Der Klimawandel ist eine stille Bedrohung. Investiere in Branchen, die zum CO2-Ausstoß beitragen. Beobachte den Temperaturanstieg und werde Zeuge der Auswirkungen. Tippe auf den Investieren-Knopf. Gerne. Dann da drauf. Investieren. So, dann kriegen wir nämlich mehr CO2-Stoß, aber die Menschen werden es auch irgendwann schneller warnen. Wieder, da geht's schon los. Temperaturen steigen, aber es reicht nicht. Investieren noch einmal. Ja, Industrie-Einfamilienhäuser. Noch mehr, dann gewinne ich auch mehr. Welchen zeigen die Gewinner, den du von deiner Besitzung in der Region erhältst? Okay. Okay, gut. Wie lange dauert es, bis ich das upgraden kann? Geil, krieg ich mehr Geld durch Ölbohrungen. Das wäre nicht immer gut. Unser primäres Ziel ist erstmal erhöhe die Temperatur auf 17 Grad. Das ist dann wahrscheinlich erstmal das primäre Ziel. 21 für Autos. Weiß ich nicht. Alter, dieser CO2-Stoß, ne? Der ist so gigantisch. Kann ich mal auf 34 warten. Und los sind 16,24 Grad gerade. Nur noch zweimal. Noch eine. Ja. Auf geht's. CO2-Ausstoß ist mal richtig hart aufgepusht. Alter, das geht jetzt richtig schnell. Gleich sind 17 Grad. Und jetzt sind schon 17 Grad. Globale Temperatur, globale Temperaturen um 2 Grad, 3,6 Grad Fahrenheit gestiegen. Also Grad Celsius. Durchlauf der Warn vor Naturkatastrophe in Risiken während CO2-Emissionen die globale Temperatur zu den nächsten Hochständen treiben. Finde ich gut. Wir folgen dem globalen Anstieg von 2 Grad Celsius oder halt auch 3,6 Grad Fahrenheit. Mag vielleicht nicht viel erscheinen. Aber dein Klima ist bereits instabil und anfällig für Katastrophen geworden. Lass uns weitermachen. Jetzt. Erstmal. Alle großen. Und da. CO2-Ballon. Du kannst nur Naturkatastrophen kontrollieren, die durch erhöhte Temperaturen verursacht werden. Gerne. Ja. Ja, keine Waldbrände, doch geil. Wir haben einen Waldbrand. Ich mag Waldbrände. Oh, das überträgt sich. Das überträgt sich. Menschen sterben langsam, aber sicher. Oh, kann ich schon was investieren? Nope. Gleich sehen wir uns wieder. Gefahr durch Klimawandel steigt. Die Besorgnis über die steigende CO2-Konzentration in der Luft wird immer größer. Wissenschaftler haben begonnen, an einer CO2-Bindungstechnologie zu arbeiten, die die Treibhausgas-Emissionen senken soll. Da bin ich mir noch nicht sicher. Die Wissenschaftler der Welt sind uns nun auf der Spur.
Das CO2-Bindung-Projekt ist eine Bedrohung für meine Pläne. Ich vertraue darauf, dass du nicht zulässt, Erfolg hat. Oh nein. Bitte nicht. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ah, jetzt kann man auch hier rein investieren. Da kann man die Wahrnehmung senken. Oh. Oh, tschüss, Wahrnehmung. Also, wir machen jetzt nur ganz wenig. Ja, ich muss alle 5 Städte komplett zerstören. Bevor das mit dem Dingens, Da war alles schon, ne? Gerne Waldbrand. Was gibt's denn? Ich hab 2 Katastrophen. Wüste, was gibt's denn da? Ach, Sandstürme. Was noch? Ah, ich guck mir gleich an, was es noch gibt. Ja, dann gibt es noch Erntegebiete. Alter! Da geht's down. So. Ja, die größeren, die ganzen Städte müsste ich auch noch zerstören. Das wird auch schon etwas schwieriger. Kann ich schon irgendwas investieren? Ja, kann ich. Geld. Petrochemikalien. Ja, Geld. Wir haben bis jetzt 18,51 Grad Celsius. Oh, wir haben wieder 2 Katastrophen. Dann mache ich mal hier einen Waldbrand. Oh, das war nicht so schlau. Okay. Mache ich hier. Hallo. Krieg begonnen. Kosten 10. Ach, Krieg beginnen. Ja, ja, Los Angeles ist kaputt, zerstört, weggewreckt. Gut, gut, dann machen wir gleich, dann gucken wir uns gleich wieder, wenn irgendwer was Geiles passiert. So, was kaufe ich mir, denn jetzt? Geht das? Mit der Wahrnehmung senken oder erstmal Gewinn machen? Erstmal kurz Gewinn machen, dann kann ich hier mit 22 die Wahrnehmung komplett wieder senken. Die Wahrnehmung ist gerade ein bisschen hart. Komm, noch 3. 2. So. Und zack, die Wahrnehmung wieder senken. Darauf freue ich mich schon. Da kann ich wieder viel, viel mehr Gewinn rausziehen. 3. Also, ich habe mir gerade hier noch was mit diesen Industrie-Holzmöbeln gekauft, ja. Habe ich mir gerade gekauft und das macht den CO2-Ausstoß erstmal viel, viel größer. Und dann gucken wir uns gleich noch dieses 444. Ich hoffe nämlich, dass wir es dann schaffen, mit dem ganzen CO2-Ausstoß die ganzen Städte kaputt zu machen. Ah, wir haben sogar noch 2 Katastrophen. Zack. Oh, was kommt jetzt für eine Nachricht? Was ist? Der gewöhnliche Eisschild schmilzt rasch. Das ist sehr geil. Oh, News. Steigender Meeresspiegel überflutet Küstenstädte. Der Meeresspiegel hat über 15 Meter einige Küstenstädte in den Vereinigten Staaten verwüstet. New York und L.A. befinden sich im Ausnahmezustand. Miami wurde vollständig überschwemmt. Todesfälle sollen sich im Millionenbereich befinden. Das ist gut. Wir haben auch erst 50%. Da kann ich muss wieder ranzoomen, sonst ist mir das Krieg beginnen. Kosten 10. Gerne, da ist auch kaputt. Dann kann ich hier nochmal
der Katastrophe anwenden. Da ist auch eine zerstörte Stadt und Mexico City. Sollten wir jetzt auch weg haben. Zack. Und wir haben Nordamerika zerstört. Das ist geil. Mehr wollte ich in diesem Part gar nicht schaffen. CO2-Bindungstemperaturenstück. Zeit, ja, 34 Jahre und 5 Monate. Hat lange gedauert, aber bis ins Nächste und beim nächsten Mal wieder.